Fabio Hofer, zum zweiten Mal hintereinander auf heimischer Kulisse ohne Torerfolg. Heute 2:0 Niederlage gegen Villach. Wie erklärst du dir das Spiel? Ihr habt doch viele Chancen auch gehabt. Ja, wir haben super Chancen. Wir nützen die Chancen nicht. Das war gegen Klagenfurt genau das Gleiche. Ich finde, dass wir dominiert haben, die Partie. Ich selber auch, ich habe super Torchancen gehabt und momentan will keiner reingehen. Der Tormann, muss ich sagen, war sehr stark für Villach, auch unserer. Und die haben zwei Hütten gemacht und wir haben gar keins gemacht. Schon das zweite Spiel jetzt hintereinander daheim. Da müssen wir was ändern, dass wir die Chancen wieder ausnützen. Du hast das angesprochen, du spielst schon so lange Eishockey, wenn man die Hexe am Schläger hat. Wie wird man die wieder los? Ja, das ist das Schwere. Ich sage, wenn einmal einer reinkullert wieder, ich glaube, dann ist wieder die Hexe wieder los. Dann läuft das von selber wieder. Ja, Anfang der Saison ist gut gegangen bei mir jetzt. Oder bei jedem eigentlich. Und jetzt merkt man, dass wir ein bisschen ein Pech, eine Seuche auf dem Schläger haben. Und das, ja, dann müssen wir weiter arbeiten, weiter kämpfen und irgendwann kommt es wieder zurück. Du hast es auch angesprochen, dein Saisonstart. Eigentlich bis jetzt, du hast viel Lob geerntet von deinem Trainer, von Experten. Wie bist du mit dir selbst zufrieden und wie erklärst du dir diese Leistungsexplosion? Ja, ich würde sagen, ich kriege die Chance vom Trainer, dass ich viel spielen darf. Ich bin in der zweiten Linie und ich hau mich voll rein, dass ich das wieder zurückgeben kann, dass mir der Trainer das Vertrauen gibt. Momentan will kein Tor reingehen. Ich muss einfach weiter arbeiten an mir und dann kommt es wieder. Und ich will ja die Tore schießen und will alles dafür tun für die Mannschaft, dass wir wieder gewinnen und so. Welchen Stellenwert hat das für dich, eben in der angesprochenen zweiten Linie zu spielen? Einige Imports lässt du da hinter dir? Ja, das macht mich stolz, dass ich vor ein paar Imports spielen kann. Der Trainer ist auch Ausländer. Das ist immer schwer, wenn man vor einem Ausländer spielt. Er hat mir die Chance gegeben. Wie du gesagt hast, er hat viel Lob gemacht. Ich hab's ausgenutzt, dass er mir die Chance gibt. Und momentan lässt er mich vorne und ich muss halt weiterkämpfen, dass ich die Saison weiter so spiele wie jetzt. Am kommenden Donnerstag kommt wieder Klagenfurt, die direkte Chance jetzt zur Revanche. Worauf wird es ankommen, abseits, dass der Puck wieder reingeht? Ja, es wird auf die Special Teams drauf ankommen. Wir müssen auch im Powerplay wieder Tore machen. Wir haben Powerplay, nützen das nicht. Die Gegner kriegen das Powerplay auch und die nützen das. Wir müssen weniger Strafen machen und wenn wir mehr Powerplay haben, müssen wir die Chance mal nützen. Das wird auch gegen Klagenfurt sehr wichtig sein. Der Kampf um die Top 6 spitzt sich zu. Schaust du auf die Tabelle? Ist es wieder nur Spiel zu Spiel? Wie ist die Situation derzeit? Nein, ich schaue nicht wirklich auf die Tabelle. Ich schaue Spiel zu Spiel. Ab und zu ja, sieht man schon die Tabelle, wie es gerade steht oder man hört es vom Trainer. Ja, es ist eine knappe Liga, würde ich sagen. Jeder kann gegen jeden gewinnen. Man sieht es auch, die untere Mannschaft haben Formel aufgeholt. Die oberen schwächen ein bisschen, sage ich jetzt mal. Und ja, wir müssen jetzt wieder so spielen wie die ersten 15 Partien, was wir gehabt haben. Wir müssen wieder zurückfinden. Super, vielen Dank. Danke. Danke dir. Ciao.